Dudderle Bastelzeit und ihr seht schon oben im Titel, heute geht es so ein bisschen was um IT-Ecke und zwar mit etwas, was ich so noch nicht in Händen hatte, nämlich Chromebook oder Chrome-Tablet, whatever. Kurzer Hintergrund, wenn ihr hier den Kanal folgt, dann wisst ihr, ich habe einen Lenovo X1 Carbon eigentlich, ich glaube Third Generation müsste das sein. Hatte ich damals defekt bekommen, wieder aufgebaut und funktioniert eigentlich ganz gut, hat ein paar Einschränkungen, ist halt ein Ultrabook. Größtes Problem für mich, die Scharniere, lange halten sie nicht durch, vielleicht irgendwie mal so 6 Monate oder sowas. Deswegen war ich dann auf der Suche, ursprünglich nach einem Tablet. Ich habe hier, wo ist es? Ja, sowas hier, das ist ein gutes altes, eigentlich Asus, wurde aber von Google verkauft, ein Nexus 7 hieß das damals. Das ist die alte Version von 2012. Ich glaube, ich habe auch noch eins von 2013 gehabt, das hatte LTE, hat aber leider einen Wasserschaden erlitten. Das hier prinzipiell noch einsatzfähig, allerdings Bildschirm oder Touchscreen ist an einer Ecke anscheinend ein bisschen kaputt. Touch wird nicht mehr überall registriert und 2012, das Ding ist 8 Jahre alt, es reagiert mit aktuellen Apps sehr träge, um es mal freundlich auszudrücken. Ich werde es eventuell nochmal fixen. Ich hatte, glaube ich, gesehen, die Bildschirme kosten irgendwie so 5 oder 10 Euro. Das lohnt dann noch das Tablet wieder in Gang zu setzen. Aber für täglich damit zu arbeiten, ist es halt meh. Und ja, ich wollte halt mir ein neues Tablet holen, für den Laptop zu entlasten. Das heißt, wenn ich irgendwo so in der Ecke bin und nur Medien konsumiere oder sowas oder mal einen Artikel hier für YouTube mache oder für einen Blog mache, dann brauche ich nicht unbedingt einen kompletten Laptop. Da reicht auch ein Tablet und ein Tablet hat halt keine Scharniere und gerade wenn ich halt irgendwie auf der Couch bin oder so, nicht einen Tisch vor mir habe, dann geht das doch so ein bisschen auf die Scharniere und ja, meine Idee war, mit dem Tablet den Laptop selber zu entlasten. Hab mich dann umgeguckt und ja, so das, was ich haben wollte, wäre schon ein aktuelles Android gewesen. Das heißt also mindestens mal Android 9, besser 10 und die sind doch relativ teuer noch. Wenn man so rund guckt, die günstigsten würde ich sagen, so 150 bis 200 Euro muss man an der Stelle rechnen. Das ist nicht unbedingt das, was ich haben wollte. Früher waren die mal günstiger, zumindest gebraucht. Sache ist aber halt, die Gebrauchten sind meistens auch schon ein bisschen älter und die meisten Hersteller sind leider immer noch nicht in der Lage, bei Android Updates zu verteilen. Ja, das leidliche Thema. Also, tja, mal weiter geguckt. Wie sieht es denn aus, wenn ich in Richtung Convertible oder so gehe? Das heißt also, ein Ding, was ich sowohl als Tablet als auch als Laptop benutzen kann. Mit Einschränkungen vielleicht, aber naja, das, was einem da natürlich als erstes einfällt, wäre so die iPad-Serie. Die ist mit, ich glaube, so 300 bis 350 Euro müssten die losgehen. Das wäre noch okay-ich, wenn es quasi auch Laptop-Ersatz spielen kann, aber Apple, zum einen das ganze Zubehör, was notwendig wäre, das kostet nochmal ordentlich obendrauf. Ich bräuchte noch eine Tastatur dann dafür, die wäre nochmal irgendwie 100, 150 Euro wahrscheinlich, wenn man eine gute haben will. Der Stift müsste eigentlich auch dazu sein. Und das Ganze drumherum ist halt auch alles nicht mit dem Zeug kompatibel, was ich hier habe. Und obendrauf kommt noch, ich kann selber keine Apps für dieses iPad-Gedönse machen, weil da braucht man dann wieder Accounts und muss Abos abschließen. Nee, danke. Wenn ich mir selber irgendwie ein Skript bastel, möchte ich das ausführen können. Deswegen bin ich damals halt auf Android gegangen. Bei Android gibt es dann ähnliche Sachen, aber Android ist halt nicht ganz so ausgereift, was hin und her angeht. Gut, weitergeguckt. Es gibt dann so günstige Tablets oder Convertibles mit Windows 10. Die sind in der Preisregion aber meistens eher aus shady Quellen und leistungstechnisch nicht unbedingt das, was ich haben möchte. Die haben dann meistens eher einen relativ schwachen Intel-Prozessor, relativ wenig RAM und naja, Windows ist nicht gerade zimperlich, was RAM angeht. Und größtes Problem bei Windows, es ist x86 und x86 braucht Strom ohne Ende. Die Akkulaufzeit ist also meh. Ja, und dann ist mir da was begegnet. Das haben wir jetzt hier so vor meiner Nase. Das hier, das ist nämlich das, ja, je nachdem wie man es nimmt, es heißt in unterschiedlichen Regionen anders. Ich nenne es jetzt einfach mal das Lenovo Duet. Das ist ein Tablet mit integrierter Tastatur und integrierter Schutzhülle und integriertem Stand. Und das Ding ist, je nachdem wo man es kauft,
relativ günstig. Ich glaube, los gehen die so bei $250. Also wären wir in Deutschland theoretisch so bei 250 bis 300 Euro dabei. Meistens, wenn ihr das heute versucht neu zu kaufen, ist ein bisschen schwierig. Die Sachen gibt es in Europa relativ selten. Ich gehe da davon aus, ihr kommt eher so bei 350 raus, was schon ist. Aber 250 bis 350 Euro, so die Preisrange. Und dafür kriegt ihr nicht nur das Tablet, sondern halt auch die Tastatur und die Rückwand. Stift ist aktuell keiner dabei, wird aber auch unterstützt. Also da gibt es so irgendwie so ein Standard-USI. Ist im Moment noch relativ schwer zu bekommen, aber sollte sich später nachrüsten lassen. Ja, wie ihr seht, ich habe mir mal so eins geholt. Es gibt aber einen Haken. Einen positiven und einen negativen. Der positive, das Ding basiert auf ARM. Also ARM-CPUs, eher gut für lange Batterielaufzeit. Ein bisschen effizienter als das x86. Heißt aber natürlich auch, es läuft kein Windows drauf. Und was läuft denn dann drauf? Android? Nein, hier auch nicht. Hier das ist ein Chromebook sozusagen. Und ja, die habe ich mir ganz früher mal angeguckt, Chrome OS, was da drauf läuft. Allerdings, ja, in Europa ist es nicht wirklich bekannt. Also ich kenne jetzt so auswendig keinen, der mit einem Chromebook durch die Gegend läuft. In Amerika ist das schon eher ein Thema. Da werden die häufig in Schulen und so eingesetzt, als so Schulgeräte. Chromebook oder Chrome OS war quasi früher einfach nur ein Chrome-Browser im Fullscreen und alles lief als Web-App. Inzwischen hat sich das Ganze ein bisschen fortentwickelt. Man kann inzwischen die meisten Android-Programme auch drauf ausführen, was natürlich schon mal einen relativ großen App-Pool dann erzeugt. Aber was für mich noch interessanter war, man kann Linux-Apps drauf ausführen. Und jetzt reden wir, denn damit kann ich mir schon mal sehr viele Tools, die ich so brauche, entsprechend dann aufs Gerät holen. Muss ich natürlich im Klaren sein, das Ganze ist mit Google fest verheiratet. Für mich ist das jetzt weniger ein Problem. Das meiste, was ich damit mache, ist halt so YouTube und Medienkonsum. Da hängt Google eh drin. Das heißt, das ist für mich weniger ein Problem. Ich würde jetzt vielleicht keine persönlichen Daten da drauf bearbeiten, aber na gut, sind wir ehrlich, die meisten Leute interessieren sich heute eh nicht mehr für Datenschutz. So, genug geschwafelt. Gucken wir erstmal hier rein und hier kriege ich dann schon mal die erste gute Laune. Denn ich habe das Ganze von einem deutschen Händler gekauft, als Neuware tatsächlich. Und was hat man? Man hat eine Riesenschicht an hier so Bubble-Zeug, um das Ding zu polstern. Und dann liegt es hier unten lose auf der Pappschachtel. Hey, Leute, die ihr verpackt. Das Ding kann auch von unten gestoßen werden. Nur so zur Info. Ich meine, ja, da ist noch eine Verpackung drum. Das sollte das abhalten, aber bitte. Na gut, gucken wir mal. Wir haben hier Lenovo, wir haben Chromebook. Haben wir sonst noch Infos? Modellnummer CT-X636F, habe ich noch nie gehört. Tab 4G heißt leider nicht 4G im Sinne von LTE, sondern das ist ein 4 GB RAM. Dünn auf den ersten Blick, aber hey, Android kommt damit klar. Chromebook sollte auch damit klarkommen. Mal gucken. Ansonsten haben wir hier noch 128 GB. Das ist der interne Speicher, hat einen eMMC drin. Gibt es in 64 und 128. 128 kostet nicht wirklich viel mehr. Ich glaube, das sind irgendwie 20, 30 Euro, um den Speicher zu verdoppeln. Gerade für mich ist das interessant, weil wie gesagt, ich will Linux-Apps drauf ausführen. Die werden lokal installiert. Wenn man natürlich nur die Web-Apps benutzt, hier Cloud Office oder sowas, 64 GB reichen da wahrscheinlich auch. Aber wie gesagt, es kostet nicht viel mehr, von daher. Ja, haben wir es mitgeholt und deutsche Variante, also wahrscheinlich eine deutsche Tastatur drin. Was haben wir sonst noch? 2-in-1 Detachable Laptop, Ultra Portable wegen mir, Full HD Display, leider kein 2K oder so, aber ne, für den Preis okay. Foresight Narrow Bezel und Long Battery Life, haben wir sonst noch irgendwas? CPU ist ein MediaTek P60T, ein 8-Kern-Prozessor mit jeweils 2 GHz oder bis zu 2 GHz werden es wahrscheinlich eher sein, ich könnte mir vorstellen. Ich müsste jetzt nachgucken, aber häufig hat man bei ARM-Prozessoren so, dass man ein paar Kerne hat, die relativ hohe Taktraten erreichen und ein paar, die eher niedrige Taktraten haben, aber dafür quasi keinen Strom brauchen, sodass man da so Standby und Hintergrundaktivitäten auslagern kann. Und nicht die Batterie direkt leer zieht. Das Ganze 10,1 Zoll. Auflösung 1920x1200. Ist also kein 1080p in dem Sinne von Full HD,
sondern ist ja Full HD nicht mit 16:9, sondern 16:10. Hat ein bisschen mehr Höhe, ist zum Arbeiten meistens angenehm, zum Medien gucken. WLAN gibt es nach ABGN und AC-Standard, also das ältere WLAN. Bluetooth 4.2 auch nicht das neueste, aber meistens reicht es halt Chrome OS. Und die Batterie 27,6 Wattstunden. Okay, das ist typical und Minimum 27. Okay, passt schon. Und das Ganze TÜV Rheinland geprüft. TÜV Rheinland habe ich schon mal gehört. Ich glaube, die machen sonst Staudämme. Das Ganze Copyright 2019 Zenis. Okay, ich glaube, da geht es nur ums Design. Ist aber, glaube ich, wenn ganz Ende des letzten Jahres auf den Markt gekommen, also eher noch relativ frisch, das Ding. Schauen wir mal, was wir kriegen. Ich hoffe, sie haben sich mehr... Ach, da ist nochmal geklebt. Ich hoffe, sie haben sich mehr Mühe gegeben, auch die Hardware gut zu machen und nicht nur hier irgendwie das komplette Geld ins Design von hier der Packung gesteckt. Denn, naja, ich weiß nicht. Immer wenn hier so... alles bunt angemalt ist auf der Pappschachtel, dann gehen bei mir die Alarmglocken los. Wenn das Gerät gut ist, müsst ihr das eigentlich nicht außen drauf nochmal speziell bewerben. So, da sind wir doch. Das hier sieht schon mal nach einem Tablet aus. Okay, liegt gut in der Hand, also vom Gewicht her. Erstmal hier schon mal die Folie weg. Wo sind wir denn hier? Tada! Und ja, das hier sieht schon mal ganz gut aus. Das ist das eigentliche Tablet. Wenn wir uns das hier angucken, Bildschirm, eine Frontkamera. Die Kameras, habe ich schon gehört, die sind nicht wirklich gut. Ich glaube, die Frontkamera 2 Megapixel, aber ne, die Megapixel sagen halt nicht viel. Kommt ja auch drauf an, was dahinter steckt. Auf der Rückseite haben wir entsprechend hier zweifarbig. Der untere Teil ist aus Metall, der obere Teil ist aus Plastik. Muss man irgendwo haben, weil, naja, WLAN geht durch Metall nicht durch. Das heißt, hier oben dahinter werden die entsprechenden Antennen sein. Rückkamera, was haben wir noch? Hier unten haben wir ein paar Kontaktflächen, wo am Ende die Tastatur drankommen kann. Hier nichts. Hier nicht wirklich was. 2 Lautsprecher, also Stereo und 2 Mikrofone. Und auf der anderen Seite Volume, Power, Reset, keine Ahnung, kleiner Punkt. Und ein einziger USB-C. Mehr gibt es leider nicht. Das ist natürlich ein bisschen meh. Gerade wenn man irgendwie mit Peripherie arbeiten möchte, ist das dünn. Aber im Notfall muss halt ein USB-Hub dran glauben. Und ja, was ich hier sehe, es ist halt die übliche verspiegelte Sache. Das heißt, man sieht jeden Fingerdatscher drauf. Aber leider ist hier noch mehr drin. Ja, ist. Das Ding hier fühlt sich schwer an. Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass wir dann hier unsere Tastatur haben. So, das klingt leer. Was haben wir hier noch? Ein bisschen Pappe dazwischen oder Plastik. Das ist die Rückseite. Fangen wir mit der mal an. Zack, zack, zack. So, die ist hier mit Stoff zu und auf der anderen Seite haben wir so ja, Jeans ähnlich. Und was bei der hier besonders ist, oder es gehört halt dazu bei sowas, die kann man hier hinten entsprechend rausklappen und kann dann so das Tablet am Schluss hinstellen. Denn naja, ihr könnt euch vorstellen, wenn man die Tastatur vor der Nase hat, will man das Tablet nicht flach auf dem Tisch liegen haben, sondern es soll auf einem Winkel sein. Das Beste ist, dass hier geht, wie wir hier sehen, in verschiedenen Winkeln. Das ist frei einstellbar. Metallgelenke, wenn wir hinten reingucken drin. Das sieht schon mal ganz gut aus. Und ihr seht eventuell jetzt nicht wirklich was zum Festmachen. Das ist magnetisch. Das heißt, einfach drauflegen. Und jetzt ist es hier dran. Und angeblich hält es auch relativ gut. Probieren wir das mal aus. Mal auf hier und ja, also ich kann hier rumfummeln und das fällt so erstmal nicht ab. Und wenn man es aber abmachen will, funktioniert das. Okay, und die Tastatur dazu. Tastatur im Übrigen ist ja technisch gesehen nur eine USB-Tastatur. Es ist nicht irgendwie Bluetooth oder so, dass man das noch per Funk benutzen könnte oder einen Akku drin hätte. Es muss also zwingend angeschlossen sein. Und tada, Unterseite Plastik. Ja, ich würde sagen Plastik. Und Oberseite, yay, die Tastatur Querz, also deutsche Tastatur, EÖÜ. Wir sehen schon die Unterschiede. Das hier ist, wie gesagt, ein Chromebook, entsprechend keine F-Tasten. Ich könnte mir vorstellen, dass mir das noch irgendwann gewaltig in den Hintern beißen wird, weil F-Tasten ist halt etwas so... Und auch keine Windows-Taste oder Super-Key.
Was doof ist, wenn man i3 nutzt im Übrigen. Aber mal gucken, wie sich so verhält, wie ich damit klarkomme. Die Tastatur, dadurch, dass es nur 10,1 Zoll ist, etwas zusammengedrückt. Aber ja, selbst mit meinen Fingern ist es noch bedienbar. Ist nicht ganz so schlimm. Ich hatte früher mal, glaube ich, ein 8 Zoll. Ich glaube, 8 Zoll war es. 8 Zoll Netbook mit Tastatur, das war schlimmer. Wie wir sehen, auch ein Touchpad mit dabei. Also es ist quasi wie so ein echter Laptop. Und ja, wir sehen hier oben, da ist einfach nur so ein Flappy-Ding mit einem Flachbandkabel. Die Pogo-Pins, um das Ding auszurichten. Die Beschreibung brauchen wir nicht. Wobei, hier ist bestimmt noch ein Netzteil drin. Das sollten wir uns eventuell noch angeln, bevor wir das hier weglegen. Und was man dann hier machen kann, das ist hier unten einfach hingehen. Und auch hier sind Magnete drin. Zack. Und schon ist es dran. Ist auch relativ stark. Also, wenn wir hier hingehen, die fällt so schnell nicht ab. Aber nicht ganz so stark wie die Rückseite. Das heißt, okay. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Gut. Stellen wir das mal irgendwie hier auf. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Was im Übrigen nicht geht, die Tastatur liegt immer flach. Das heißt, es gibt nichts, um die irgendwie hinten hochzustellen. Das haben zum Beispiel Surface oder sowas. Die sind aber auch halt ein paar Euro teurer. Von daher, ich kann es verschmerzen. Das ganze Gerät lebt quasi davon, dass es relativ günstig ist. Gerade wenn man es halt im Angebot kriegt. Oder ja. In Europa wird es wahrscheinlich schwer. In Amerika ist es wahrscheinlich einfacher, da ranzukommen. Ich habe von Leuten gehört, die haben es irgendwie für 220, 225 Dollar bekommen. Und dafür halt einen 8-Kerner und so. Ja, mit dem Angebot haben wir dann hier ein USB-Netzteil. Steht hier irgendwo auch irgendwas von irgendeiner Typenbezeichnung drauf. Da, das ist ein Lenovo, 5 Volt, 2 Ampere, also 10 Watt. Ist also kein Quick Charge oder irgendwas Spezielles. Ist ein Standard-Handy-Netzteil mit 2 Ampere. Ebenfalls mit dabei ein USB-C-Kabel, Überraschung. Und dieses kleine Dongle, denn naja, das Ding hat halt den Apple-Weg gewählt. Man kriegt keine Kopfhörer dran. Hier hat man immerhin einen Dongle von USB-C auf Kopfhörer. Heißt aber natürlich auch, wenn der Kopfhörer dran ist, kann man leider nicht laden. Jedenfalls nicht, solange wir nicht noch irgendwie zusätzlich da was dran basteln, was dann entsprechend laden und Kopfhörer kann. Also irgendein USB-Hub oder ähnliches. Dann suche ich mir mal gerade Strom. Geht zwar davon aus, hier ist eine Schutzfolie drum, die sollten wir eventuell abmachen. Immer Schutzfolie abmachen bei hier so Geräten. Also bei einem Bildschirm oder so ist es meistens kein Problem, aber gerade bei Netzteilen, sonst staut sich darunter am Ende noch die Hitze. Und das ist meistens keine gute Idee. Okay, ich habe Strom gefunden. Stecken wir es mal ein. Irgendeine Lampe, sieht nach Nein aus. Kein Indikator. Oh. Okay, es geht an. Wir sehen jetzt hier entsprechend den Bootscreen. Chrome. Legen wir den mal flach hin, dann kann man es, denke ich, auf der Kamera besser sehen. Lassen wir das Ding einfach mal booten und gucken, was denn Chrome OS so ist und wie es funktioniert. Ich habe die dumpfe Befürchtung, ich werde gleich gefragt, meine Google-Daten einzugeben. Willkommen, sagt er schon mal. Eine Sache gerade noch zwischendrin. Und zwar hatte ich eben ja über aktuelles Android und so gesprochen. Das hier ist wie gesagt Chrome OS, das heißt also nicht ganz wie Android, ist eher vergleichbar mit dem Chrome Browser auf dem Desktop. Die Updates kommen direkt von Google, das heißt also der Hersteller Lenovo sitzt hier nicht dazwischen. Das heißt, man kriegt die Updates auch wirklich hier aufs Gerät. Und was ebenfalls relativ gut ist, ich muss gleich nachgucken, ich meine 7 oder 8 Jahre lang hat man hier Update-Garantie, das heißt, es kommen Sicherheitsupdates hier an. Und auch neue Funktionen und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall schon mal ein großer Pluspunkt für mich gewesen. Und was auch geht, man kann dieses Gerät in einen Developer-Modus versetzen und hat dann einen mehr oder weniger offenen Bootloader. Und offensichtlich kann man dann hier auch ein Linux drauf installieren. Wie gesagt, ist eine ARM-CPU, muss man gucken. Aber die meisten Linux-Distributionen laufen auch ohne Probleme mit allen Programmen auf ARM. Gerade wenn wir so rund gucken im Bastlerbereich, Raspberry Pi ist halt auch ein ARM. Ist ein bisschen andere Architektur beim Raspi als das hier, aber prinzipiell Linux sollte hier im Zweifelsfall auch drauf laufen. Das heißt, wenn Chrome OS doch nichts ist, immerhin kann man es ein bisschen ändern und ja, hat dann ein Linux-System mit entsprechend, ja gut, einer eingeschränkten Tastatur, aber hey, los geht's. Deutsch hat automatisch erkannt. Okay, Akku, was sagt der Akku? Okay, 83%, vollgeladen in 40 Minuten.
Wir können die, oh, die Helligkeit ist noch nicht mal ganz hochgestellt und das hier ist schon sehr hell. Nehmen wir es mal runter, das ist sehr schön dunkel, das ist gut. Für abends ist das perfekt und hell. Boah. Okay, also für draußen reicht das Dicke. Es ist mehr als ausreichend, um einen hier zu blenden. Ihr seht also, Bedienung ist relativ ähnlich zu Android. Und dann kommen schon die Nutzungsbedingungen, die Google-typisch relativ lang sind, wie es aussieht. Und die AGB sieht mir sehr schwammig aus, wenn ich sowas lese wie, ja, Sie stimmen zu, indem Sie das Gerät verwenden. Ich glaube nicht, dass das zulässig ist. Und für die, die es interessiert, ich habe mal drüber gescrollt. Also im Prinzip wird, was Datenschutz angeht, lediglich auf die entsprechende Online-Seite von Google verwiesen. So, er sucht nach Updates und Chromebook-Anmeldung. Jetzt geht es also schon los. Man muss sich mit Google anmelden. Alternativ kann man auch ein Konto erstellen oder Unternehmensanmeldung. Das ist, wie gesagt, für Leute, die entsprechend eine Schule betreuen, ein Unternehmen betreuen. Da kann man die zentral verwalten und dann das darüber machen. Hier unten gibt es auch einen Browser als Guest. Machen wir das mal, kommen wir dann schon rein. Ja gut, wir kriegen immer einen Browser. Ich schätze mal, viel mehr kann man nicht machen, aber wir können schon mal gucken. Okay, die Punkttaste ist ein bisschen meh, aber oh, das sieht ganz gut aus. Relativ zackig aufgegangen. Und ihr seht auch schon, sieht ein bisschen anders aus als Android. Das hier ist quasi vergleichbar eher mit dem Desktop-Browser von Chrome. Entsprechend kann man hier sogar, wenn ich das richtig im Kopf habe, ich weiß jetzt nicht, ob es im Gastmodus funktioniert, aber hier seht ihr schon Erweiterungen. Man kann also sogar die ganzen Plugins, die es für Chrome gibt, verwenden. Gibt natürlich auch Möglichkeiten, hier drauf andere Browser zu installieren. Muss man aber immer schauen, wie gesagt, es orientiert sich an Android und ja, bei Android ist die Auswahl von Browsern ja relativ dünn. Drücke mal auf X. Oh, komme sogar auf den Desktop. Und was ist das? Das hier ist Apps und Dinger. Dateien, Hilfe, Chrome. Okay. App Store und so wird wahrscheinlich kommen, wenn man sich anmeldet erst. Gut, ich glaube, ich melde mich hier mal ab, wenn ich rauskriege, wie das geht. Ja, Gastsitzung beenden. Und dann suche ich mir mal ein paar Zugangsdaten für Google. Irgendwo müsste ich sowas haben. Habe ich gehört. Und bin mal gespannt, wie sich das Ding verhält, wenn ich es gleich richtig benutze. So, und ich bin mich hier schon fleißig am Durchklicken. Das Erste, was ich gemerkt habe, USB-Geräte funktionieren schon mal. Ich habe hier den Account zum Beispiel mit so einem U2F-Token gesichert. Ist von USB-A, aber es gibt so Adapter von USB-C auf A. Hat funktioniert. Was hier auch ganz gut ist, er will mich direkt mit meinem Smartphone verbinden. Das wird dafür genutzt, dass Apps automatisch installiert werden, neue Funktionen angeboten werden. SMS kann man dann hier drüber senden, die übers Handy rausgehen. Und was auch funktioniert, ist Handy-Internet-Verbindung verwenden. Das Ganze, wie wir sehen, nur mäßig gut eingedeutscht. Stern NBSP. Außerdem kann man hiermit das Chromebook entsperren. Das heißt, wenn das Handy in der Nähe vom Tablet hier ist, von diesem Chromebook, dann muss ich keine PIN eingeben. Das ist so dieses Trusted-Device-Prinzip. Gibt es ja bei Handy auch, wenn man irgendwie ein Bluetooth-Headset dran hat. Muss man sich dann überlegen, ob man das haben möchte alles. Geht natürlich auch kein Interesse. Und dann geht's weiter. Und erster Blick. Funktioniert nicht. Ich komme nicht zu den Google Play-Diensten. Why? So, okay. Etwas hin und her. Und ich habe es jetzt geschafft, mich mit einem anderen WLAN zu verbinden. Jetzt klappt auch das mit den Play-Diensten. Und wir sehen hier schon den regulären Play Store. Wir haben hier ein paar Updates. Können wir ganz normal installieren. Und natürlich können wir auch einfach hier nach Apps suchen und auch entsprechend dann andere installieren. Zum Beispiel hier YouTube Studio installieren. Und dann sollte das gleich mit drauf sein. Also die regulären Android-Apps. Auch sonst sehen wir, unten ist schon deutlich mehr hinzugekommen. Wir haben jetzt Gmail mit dabei, Google Docs, was auch immer das hier ist. Play Store hatten wir ja schon und YouTube ist auch inzwischen da. Das hier ist Google Messages. Okay, muss man das kennen? Sagt mir nichts. Was wir auch sehen können, wir haben ein Fenster. Das heißt nicht wie bei Android maximal eine App, sondern hier können wir ganz normal wie bei einem Linux oder Windows auch mehrere Fenster haben, können die aber auch hier so seitlich teilen. Das funktioniert also alles. Wenn wir das hier mal zumachen, dann können wir noch was sehen. Und zwar das hier, was wir jetzt hier sehen, das ist der Desktop-Modus, denn ich habe ja die Tastatur dran. Wenn ich die Tastatur abstecke, dann sehen wir, das geht ein bisschen anders. Und jetzt haben wir hier ja, mehr oder weniger so ein Android-like Interface mit den ganzen Apps.
ein bisschen anderes unten. Und natürlich würde er jetzt auch automatisch hier, wenn wir irgendwas aufmachen, zum Beispiel hier die Tastatur einblenden. Was man hier machen kann, wenn man irgendwas offen hat, das ist von unten nach oben swipen. Dann kommt hier entsprechend dieses Menü oder Home, je nachdem wie weit man macht. Es gibt jede Menge Gesten mit tausenden Fingern am Endeffekt. Was man ja auch im Übrigen schön sehen kann, ja, da automatisch ein Plugin von mir, dieses U-Matrix, mit installiert. Also, wie ihr seht, das mit den Erweiterungen funktioniert auch. Und wenn wir mehrere Sachen offen haben, dann sehen wir hier auch diese Multitasking-Ansicht, wo man auswählen kann, in welcher App man jetzt arbeiten möchte. Jetzt ist es wahrscheinlich nur mäßig spannend, mir jetzt so zu gucken, wie ich Android-Apps installiere und Android quasi nutze. Es ist kein Android, ich weiß, aber was ja interessanter ist, wie sieht es mit den Linux-Apps aus? Und dazu gehen wir mal hier in die Einstellungen. Und wir haben ein paar Sachen, die wir da schon mal sehen können. Wir sehen hier erstmal bei Netzwerk, wir haben unsere WLAN-Verbindung, Mobilfunk kann man auch einschalten. Es gibt kein direktes Mobilfunk, wie gesagt, aber er verbindet sich dann mit dem entsprechenden Smartphone in der Umgebung und benutzt das dann darüber. Wir sehen auch hier verbundene Geräte und das erlaubt auch dieses Instant Tethering. Und was ich hier gerade sehe, man kann sogar die obersten Tasten als Funktionstasten benutzen. Okay. Und für meine ganzen Neo-Freunde, Neo 2 Tastatur wird auch unterstützt. Okay. Und da ist unser wichtiger Punkt, Linux. Das ist aktuell noch in der Beta, aber Linux-Tools, Editoren und IDEs gerne aktivieren. Braucht etwa 450 MB. Yep, bitte installieren. Das kann jetzt da einen Moment dauern. Linux wird installiert. Okay. Und da sind wir schon. Wir haben eine Linux-Konsole. Hooray! Und Proc-CPU-Info. Yep, sieht gut aus. Er zeigt zwar nicht an, was das für ein Prozessor ist, aber es ist definitiv eine Linux-Konsole. Wunderschön. Und während ich hier fleißig dran war, kam hier unten schon ein Pop-up. Neues Update verfügbar für Chrome OS. Okay, gucken wir mal. Gibt es hier über Chrome OS. Aktuell haben wir Version 81. Nee, das ist der, der jetzt noch installiert werden soll. Das ist die 81. Oh, 32-Bit. 32-Bit? Ich dachte, das hier wäre ein 64er-Gerät. Okay. Na gut, also offensichtlich hat er im Hintergrund die neue Version runtergeladen. Wie gesagt, ist relativ ähnlich zum Chrome-Browser. Er lädt es im Hintergrund runter. Wir müssen dann einmal neu starten. Sollte eigentlich eh nichts mehr gelaufen sein. Und dann sollten wir die aktuelle Version vom Betriebssystem auch haben. So, ich werde jetzt hier hingehen, werde weiter fleißig Apps installieren. Und ja, dann mal gucken, was alles so nicht so berauschend funktioniert. Ich habe schon ein paar Sachen gemerkt, die meh sind. Aber wie gesagt, ich mache jetzt erstmal weiter und dann gucken wir mal. Also, ein paar Monate vergangen. Wie schlägt sich das Ding denn? Naja, erstmal der große Pluspunkt, die Batterie. Die hält quasi ewig. Also es kommt natürlich immer sehr drauf an, was man damit macht. Wenn ich hingehe und benutze es so unregelmäßig, mal hier ein Video geguckt, mal hier was administriert, sagen wir mal so ein paar Stündchen am Tag, komme ich eine Woche mit einer Batterieladung aus. Also das ist schon sehr gut. Und dadurch, dass das auch wirklich ein 5 Volt, 2 Ampere Ladegerät ist, kein Power Delivery oder so, kann man es quasi an jedem Handy-Ladegerät laden. Also man hat relativ wenig Stress damit, unterwegs Strom zu bekommen, das Ding in Betrieb zu halten. Hat allerdings auch einen Nachteil, und zwar geht das Ding quasi aus, wenn es nicht benutzt wird für längere Zeit. Das führt allerdings auch dann bei den Android-Apps, die ja quasi emuliert werden oder in einem Container laufen, zu interessanten Effekten. Wenn ich zum Beispiel einschalte, dann kommen erstmal alle Push-Nachrichten, die noch irgendwie in der Pipeline waren. Ist manchmal ein bisschen nervig, wenn man einschaltet und dann kommen irgendwie die Eilmeldungen von vor x Tagen. Weiterer Vorteil ist die Kompatibilität. Hiermit läuft quasi fast alles an Hardware. Und das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert. Ein paar Sachen hat man ja schon erwartet. Das Ding hat Bluetooth. Das heißt also sowas wie zum Beispiel eine Bluetooth-Maus, überhaupt kein Problem. Oder eine richtige Tastatur, auch nicht wirklich ein Problem, lässt sich einwandfrei hiermit benutzen. Auch wenn man vielleicht eine holen sollte, wo sich nicht schon der Plastik auflöst. Und gerade mit Maus und Tastatur wird das Ding natürlich deutlich benutzbarer, wenn man das Ding hier so als richtiges Arbeitsgerät ansehen will, weil die Tastatur, die dabei ist, sie ist benutzbar, aber sie ist halt kleiner und hat nicht so viel Travel und hat keine mechanischen Tasten, von daher. Gut, egal. Ansonsten auch an dem USB-Port, der hier dabei ist, kann man relativ viel anklemmen. Wir haben ja schon gesehen, mit Adapter so ein YubiKey oder mal einen USB-Stick ranzumachen, ist kein Problem. Aber auch andere Sachen kann der, zum Beispiel ja, einmal Dongle auf HDMI, externen Monitor anschließen, kein Problem. Oder wenn wir das Ding ein bisschen weiter treiben wollen, dann gibt es auch hier solche wunderschönen Docking Stations mit USB-C.
Die haben dann hier da zum Beispiel Netzteileingang, HDMI, zwei USB-Karten, Slots und SD-Karte. Ist das hier ein Kartenleser noch mit dabei? Ich habe noch irgendwo eine größere, die hat auch noch einen Netzwerkanschluss dabei. Funktioniert alles recht problemlos. Einfach anklemmen und dann hat man da seine ganzen Funktionen. Oder wenn man es komplett luxuriös haben möchte, es gibt aktuelle Monitore mit USB-C-Eingang. Die sind ganz klasse. Davon hatte ich die Möglichkeit, das Ding mal an einem zu benutzen. Und im Prinzip hat man da sein USB-C-Kabel, was zum Monitor geht. Das steckt man hier einmal ein und damit ist alles erledigt. Zum einen, der Monitor hat ein Netzteil drin und fängt an, das Tablet zu laden. Zum anderen, das Tablet gibt das Bild aus auf dem Monitor. Entweder als zusätzlicher Monitor oder dann entsprechend separat, wie man das von normalen Laptops gewohnt ist. Allerdings macht er auch USB und alles weitere an den Monitor. Das heißt, am Monitor kann man dann Tastatur anschließen, funktioniert, Maus anschließen, funktioniert. Netzwerk haben sie meistens integriert, funktioniert. Wir haben die Möglichkeit, ein Headset oder auch irgendwie eine Webcam anzuschließen. Und ich hatte da eigentlich keine Probleme. Die liefen fast alle direkt mit dem System hier, ohne dass ich irgendwie mehr Gedanken um Treiber oder Ähnliches machen musste. Und hey, das ist nur ein Kabel, was man einstecken muss. Das ist schon extrem praktisch und so kann man das auch tatsächlich so ein bisschen als Arbeitsgerät benutzen, wenn man entsprechend mit der geringeren Leistung da zurechtkommt. Allerdings, ja, nicht nur Positives zu berichten. Der Komfort ist zum einen Thema Entsperren. Das Ding hier kann nur üblicherweise mit dem Google-Account-Passwort entsperrt werden. Man kann allerdings auch zum Glück eine PIN draufsetzen, muss man eine Nummer eingeben. Sonst gibt es aber nicht wirklich viel. Es gibt keine Möglichkeit, mit Fingerabdruck zu arbeiten. Es gibt keine Möglichkeit, Face Unlock oder sowas zu benutzen. Und ja, das Unlock per Telefon, was angeblich ja funktionieren soll. Ich weiß nicht, womit es funktionieren soll. Mit Lineage OS geht es auf jeden Fall nicht. Ich habe mehrere Geräte versucht und keine Chance. Das Ding hier bleibt ständig gesperrt. Ich muss jedes Mal per Hand meine PIN eintippen. Nicht ganz so schön. Ebenso, wie schon gesagt, hier ist im Prinzip nichts wirklich mit Funk dabei, außer dem älteren WLAN-Standard und dem älteren Bluetooth-Standard. Die sind meistens ausreichend, aber manchmal wünscht man sich schon, LTE wäre jetzt nicht schlecht, da muss ich nicht am Telefon irgendwie noch gucken, dass das in der Nähe ist. Und GPS ist halt auch eine schöne Sache, die man ab und zu dann gerne gehabt hätte. Gibt es leider nicht. Und wie eben schon angesprochen, die Tastatur ist so... Sie ist ein gutes Add-on, allerdings sie hat auch ein paar Nachteile. Zum einen, wie schon gesagt, es ist halt ein Plastikbomber, also man hat nicht wirklich da irgendeine Bewegung. Und wir sehen, es geht gerade frisch an, weil es irgendwie wieder in Schlafmodus gegangen ist. Das heißt also, hier drauf zu tippen, es geht, aber es ist jetzt nicht das angenehmste Tippgefühl. Touchpad funktioniert erschreckend gut, also damit hatte ich jetzt relativ wenig Probleme. Allerdings, ja, Tastatur dran lassen ist ein bisschen seltsam, denn na, zum einen... Wenn wir das hier als fertiges Ding haben, das heißt hinten diesen Aufsteller mit Schutzhülle da und vorne die Tastatur, das Ding hier wiegt mal eben ein Kilo. Ist jetzt nicht das mobilste Gerät, ich meine, ist immer noch günstiger, ist immer noch weniger Gewicht als die meisten Laptops, aber man merkt's. Das andere, was noch dazu kommt, ist die Bedienung. Wenn wir das hier so aufklappen, klar, können wir die Tastatur benutzen, so soll es ja auch eigentlich sein. Und es gibt sogar noch einen Modus, wenn wir die nämlich komplett hinten rumklappen, dann haben wir entsprechend hier den Tablet-Modus wieder aktiviert. Er erkennt also, dass die Tastatur ganz rumgeklappt ist und deaktiviert er auf der Rückseite, sodass man, wenn man das hier so hält, nicht versehentlich hinten irgendwie Tasten drückt. Das funktioniert. Was leider nicht funktioniert, ist Tastatur zum Aufstellen zu benutzen. Wir haben ja hier hinten dieses Ständerteil hier dran. Und wenn wir das mal hochklappen, dann können wir das ja so hinstellen, auf einem Tisch oder so. Was aber, wenn man irgendwie in Bus oder Bahn ist und keinen Tisch vor sich hat? Naja, einfachste Möglichkeit, man klappt die Tastatur rum und stellt es so drauf. Ist eine schöne Sache, funktioniert auch prinzipiell einwandfrei, aber die Tastatur bleibt aktiv. Das heißt also, sobald man irgendwie auch gegen den Bildschirm tippt und der unten gegen Tasten kommt, macht man seltsame Dinge auf dem Gerät. Das ist ein bisschen schade, dass es da keine Möglichkeit gibt, die Tastatur zu deaktivieren. Der bleibt hier so im Tastaturmodus, im Laptopmodus. Geht nicht in den Tablet-Modus rüber. Das ist ein bisschen schade. Und wenn wir schon bei Bedienung sind, eins fehlt natürlich bei so einem Tablet gerne. Und zwar, ich habe schon damals gerne bei Telefonen mit Stift gearbeitet, so auch hier. Hier gehen natürlich nicht irgendwie so die kleinen üblichen Handystifte von damals, die es schön bei seinen, was waren es, resistive Touchscreens gingen. Hier braucht man irgendwas für kapazitiven Touchscreen. Und ich habe ja schon angesprochen, da gibt es einen Standard. USI, Unified oder... Universal Standard
Stylus Initiative müsste das sein. Das ist ein Zusammenschluss von den meisten großen Herstellern außer Apple und die wollen einen Standard-Stylus entwickeln, der quasi überall geht. Dummerweise beschränkt sich das seit Jahren auf Wollen. Wirklich aktive Stifte am Markt. Ich glaube, es gibt 2, 3 und die sind auch eher so in der 60 bis 100 Euro Range. Ist ein heftiger Preis, wenn das Gerät selber halt nur irgendwie so 200, 300 Euro kostet. Ne? Glücklicherweise gibt es da ein bisschen Alternativen und zwar sowas hier. Ist jetzt nicht der schönste Stylus, aber der ist günstig. Die kosten irgendwie so um die 10, 20 Euro. Das ist ein aktiver Stylus, der eigentlich für Smartphones ist. Der hat jetzt viele fancy Features nicht, aber er funktioniert. Den kann man hier oben einfach andrücken, dann leuchtet es schön. Hat hier oben unter der Kappe ein Micro-USB zum Laden. Und damit kann man dann hier wunderschön auf dem Tablet rumschreiben, malen, Dinge anklicken. Das funktioniert relativ gut. Es fehlen, wie gesagt, ein paar Sachen, die eigentlich man von so einem Stift erwarten sollte bei einem Tablet. Ist für Uzi auch vorgesehen, aber wie gesagt, gibt es leider noch nicht. Das Erste, was es nicht gibt hier, ist Handballenerkennung. Das heißt also, hier so schreiben ist nicht. Da macht man mit dem Handball noch Eingaben. Und ich glaube, Druckpunkte macht er hier auch nicht wirklich. Ist also kein Ersatz für irgendwie so ein Schreibtablet, also sowas hier zum Beispiel, so ein Zeichentablett. Allerdings muss ich auch sagen, das meiste, was ich mit dem Zeichentablett mache, sind kurze Notizen. Da brauche ich keinen Druckpunkt. Entsprechend das hier benutze ich relativ selten nur noch und nutze stattdessen dann halt Tablet mit dem Stift hier. Einfach weil funktioniert. Und noch eine praktische Sache, die nicht beabsichtigt ist, aber es funktioniert zum Glück. Der Deckel hier oben, der den Ladeport zuhält, der ist magnetisch und glücklicherweise unser Tablet ja auch. Das heißt, ich kann es einfach hier hinten hinmachen und der Stift geht mir dann auf jeden Fall nicht verloren. Ich kann so ein bisschen durch die Gegend tragen. Das funktioniert relativ gut und ganz ehrlich, ohne Stift macht das hier nicht ganz so viel Spaß. Also das war auf jeden Fall eine ganz gute Investition, das Ding mitzunehmen. Ansonsten Thema Display. Gut und schlecht. Einerseits Blickwinkel ist gut, Farbe ist gut, Helligkeit ist gut. Ich habe da nichts dran auszusetzen. Und auch die Sache, dass es 1080p ist, ist gar nicht so ein großes Problem, wie ich es dachte. Bei 10 Zoll macht das nicht ganz so viel aus. Wie gesagt, ich bin eher jemand für höhere Auflösungen, weil ich den Text gerne klein habe und scharf habe. Einfach, weil ich mehr anzeigen möchte. Allerdings auf der Größe geht das auch noch mit 1080p. Braucht man kein 2K und hat halt den Vorteil, 1080p braucht weniger Strom als 2K. Von daher, ich denke, das ist eine Sache, die kann man mitmachen, dass er nicht ganz so viel hat. Nachteil allerdings, das Display zieht Dreck und Kratzer an wie sonst was. Also ihr habt es eventuell schon so gesehen. Das hier ist kurz vor der Aufnahme frisch geputzt worden und jetzt sind schon wieder überall Fingerdatscher oder hier vom Handgelenk. Da sieht man alles drauf. Und auch sonst, wenn man es ausschaltet, sieht man, denke ich, relativ gut. Hier sind schon eine Menge Kratzer außenrum, einfach weil es mal in der Tasche war. Und ja, wirklich haltbar ist das Display auf jeden Fall nicht. Also da würde ich auf jeden Fall empfehlen, mal nach Schutzfolien oder so zu gucken, um das Ding ein bisschen zu schützen. Ich meine, am Ende, sobald man es einschaltet, sieht man nicht mehr viel davon. Von daher, das geht. Aber schön ist es nicht. Das größte Problem, was ich hier allerdings sehe, ist die Software. Also mehr oder weniger die Software. Chrome OS selber funktioniert. Es läuft meistens relativ zuverlässig. Es läuft für die Hardware flüssig genug. Und auch Updates sind eine super Sache. Ihr habt es ja gesehen, irgendwie, er gibt ein Pop-up, man startet einmal neu, hat die neue Version. Ich habe bisher noch keine Probleme damit gehabt, dass danach was nicht funktioniert hat, dass Dinge fehlten, dass Daten weg waren. Also so die üblichen Probleme, die man zum Beispiel von dem Windows kennt, sind hier nicht der Fall. Allerdings, naja, da hört es dann auch relativ schnell auf. Spätestens, wenn man anfängt, da ein bisschen mehr mitzumachen, wird man feststellen, dass der leider nicht ganz so stabil läuft. Gerade wenn man viele Webseiten oder so auf hat. Ich weiß nicht, ob es der RAM ist oder was das Problem ist, aber mittendrin startet er einfach mal neu. Und das ist doch sehr nervig. Und dann sind im Zweifelsfall die Sachen, wo man gerade dran am Arbeiten war, weg. Es hat sich mit den letzten Updates gebessert, also ich gehe davon aus, dass da noch dran gearbeitet wird. Wird immer mal wieder besser. Gleiches gilt im Übrigen für den Linux-Bereich. Können wir gerade auch mal gucken, wie das aktuell aussieht. Prinzipiell ist das lediglich ein Debian-Container. Das heißt also, wir können hier ganz normal sudo und apt und so benutzen. Wir sehen auch hier, der nutzt die offiziellen Debian-Repositories. Oben steht da etwas Passendes. Prinzipiell hat man damit also auf die meisten Tools auch Zugriff. Mindestens mal alles, was Open Source ist, ist üblicherweise auch bei Debian für ARM verfügbar. Was man natürlich beachten muss,
Es ist ein eigener Paketmanager, das heißt also, Updates und so muss man hier separat installieren. Die gehen nicht über den Android-Manager. Ansonsten, die Textkonsole klappt nur, wenn die Tastatur dran ist. Es gibt hier keine Bildschirmtastatur. Wenn man irgendwelche Tools installiert, die mit einer GUI arbeiten, dann werden die Menüeinträge von Linux benutzt. Und da gibt es dann hier diesen Punkt Linux-Apps. Da werden die alle drin aufgelistet, was so installiert ist. Und wie wir sehen, hier kann man auch größere Sachen, wie so zum Beispiel ein GIMP drauf machen. Das dauert natürlich ein bisschen. Es ist halt nur ein 2 GHz ARM-Core. Aber es ist durchaus benutzbar. Wie wir sehen, braucht einen Moment zum Starten. Aber dann ist alles, wie man das gewohnt ist, da. Was man natürlich auch beachten muss, hier diese ganzen Programme, die sind nicht wirklich für Touchbedienung geeignet üblicherweise. Das heißt also, ihr möchtet das Touchpad benutzen oder entsprechend externe Maus oder ein Stylus, dann geht's aber. Und was man auch gucken muss, wenn wir auf Öffnen gehen, dann sehen wir hier, hier sind 2, 3 Dateien. Das ist allerdings rein innerhalb von diesem Linux-Container. Das heißt, das hier ist nicht vom System. Das heißt, wenn wir vom System arbeiten wollen, dann müssen wir in den Android-Dateimanager oder Chrome OS-Dateimanager. Und wir sehen, es gibt ja hier links einen Abschnitt Linux-Dateien und das ist das, was wir bei uns im Linux-Programm im Home-Laufwerk finden. Das heißt, wir können uns jetzt hier beliebige Dateien nehmen, die entsprechend hier rüber verschieben. Und wenn wir jetzt gucken, 905, die müssten wir dann jetzt auch entsprechend hier in unserem Linux-Programm hier sehen. Wir können die dann so öffnen. Muss man, wie gesagt, ein bisschen hin und her kopieren. Und geht aber dann eigentlich relativ zuverlässig. Ansonsten gibt es auch noch ein paar andere Einschränkungen. Ihr habt gesehen, ich habe Audacity zum Beispiel drauf, ein Audio-Editor, Ton abspielen. Funktioniert einwandfrei. Allerdings, wenn ich jetzt hier irgendwo hingehe und Ton aufnehmen will, da kommt nur die große Stille. Das heißt also, ja, die Mikrofonfunktion ist offensichtlich nicht gegeben. Sound abspielen war allerdings auch einige Zeit nicht gegeben. Wie gesagt, das sind alles Sachen, die werden immer mal wieder weiterentwickelt. Ab und zu kommen Updates. Vielleicht kommt ja irgendwann nochmal ein Update, was das Mikrofon zum Beispiel freischaltet. Aber die meisten Sachen sind halt da und so für die meiste administrative Arbeit, die ich so machen möchte, reicht das Dicke. Im Zweifel hat man halt hier seine Textkonsole und kann da sein T-Max aufmachen und SSH-Sitzungen und natürlich irgendwie sinnvolle Texteditoren. Also selbst wenn das offensichtlich nicht funktioniert, was ich eigentlich gesagt bekommen habe, dass man Linux drauf booten kann, nativ. Man kann immerhin hier diesen Linux-Container relativ gut nutzen. Der ist also durchaus für so alltägliche Tasks ausreichend. Und ja, wie ihr seht, da sind halt Sachen, die funktionieren, manche, die funktionieren nicht. Und ich denke, das ist auch so das Fazit für das Gerät hier. Es ist nicht schlecht, insbesondere wenn man auf den Preis guckt. Dafür kriegt man schon etwas, womit man relativ gut arbeiten kann, wenn die Ansprüche überschaubar sind. Allerdings muss man sich im Klaren sein, auch wenn man da eine Menge mitmachen kann, wenn man irgendwie externe Hardware dran klemmen kann und das Ganze zu einem riesen System umbauen kann, was quasi einem echten PC erstmal nichts nachsteht. Naja, das Ding hat seine Leistungsbeschränkungen, das Ding hat seine Softwarebeschränkungen und man läuft meistens, wenn man ein bisschen erweiterte Sachen machen möchte, irgendwo gegen, dass die Hardware nicht ausreicht, dass die Software nicht ausreicht. Es ist also für mich jedenfalls nichts, was ich als Hauptgerät nutzen würde, womit ich wirklich jeden Tag alles arbeiten könnte. Aber ich kann einen sehr großen Teil von abdecken. Ich kann meine Remote-Sitzungen aufmachen, ich kann meine Server warten, ich kann Webseiten gucken. Das funktioniert alles und wie ihr gesehen habt, auch mal Notizen machen, Sachen für die Videos vorbereiten. Es ist also schon mal ein sehr guter Helfer und er ist halt ein bisschen mobiler als so das übliche Ding, was man durch die Gegend schleift und sich Laptop nennt. Es ist in einer Größe, wo, sagen wir mal, wahrscheinlich nur Nerds das in die Hosentasche kriegen. Bei mir geht das, allerdings habe ich halt auch meistens größere Hosentaschen dabei als der Standardnutzer. Das heißt also, man braucht wahrscheinlich irgendwie eine Tasche oder so, aber es ist alles in allem, denke ich, ein okay Gerät für mobil. Okay Gerät als Zweitgerät, eine super Ergänzung, wenn man unterwegs arbeiten möchte und das Handy-Display dann doch mal was zu klein ist. Und bisher tut's halt relativ zuverlässig und für den Preis akzeptabel, was es soll.